Aber das ist ja no problem. Dann mal gucken, ob ich das Boltmon wegbekomme. Ach ja, easy. Ich muss gucken, dass der Boltmon nicht auf mich wegbekommt. Ach, geht klar. Geht klar. Gut, jetzt werde ich zwar von Zweien angegriffen, aber das müsste klar gehen, weil das Vieh eh stirbt. So. Dann haben wir ja auch schon mal Ruhe vor dem. Okay. Weiblicher Charakter ist ganz klar für mich momentan. Oder eigentlich schon immer ist das Mira gewesen. Ich finde Mira einfach so, weiß ich nicht. Mira Jane ist so eine bei Fairy Tail, die ist so zurückhaltend, so voll süß und so was, ne. Aber wenn es drauf ankommt, hör mal, dann rastet die aus, Alter, in ihrem Satan-Zone und da metzelt die alles weg einfach, ey. Boah, dann geht die richtig ab, ey. Das ist die beste von, also von den weiblichen finde ich, ist das die beste. Die ist ja momentan im Einsatz jetzt und da habe ich mich echt gefreut, dass die jetzt mal wieder ein bisschen hervorgehoben wurde. Also richtig geil. Bestes Vibe aus Fairy Tail, ehrlich. Ja, und vom männlichen her weiß ich gar nicht. Also vom männlichen her habe ich jetzt eigentlich gar nicht so. Kein Natsu finde ich jetzt. Natsu ist geil, ja, auf jeden Fall. Aber Natsu würde ich jetzt nicht so sagen, ist jetzt so der Burner für mich. Ich bin gerade am überlegen, wen habe ich so gefeiert? Wen habe ich so gefeiert? Gibt ja viele. Ja gut, so den ich jetzt so feiern würde, jetzt so als Typen, wäre eigentlich so der Laxis. Ist auch fett. Also ne, mit seiner fetten Dragon Slayer Donnermacht da. In Anführungszeichen, ne? In Anführungszeichen. Geht schon gut ab, der Junge. Ah, das sind so die beiden, die jetzt eigentlich momentan so richtig am Feiern bin, ja. Und bei dir so? Wie sieht's bei dir so aus? Wen feierst du so? Oder eher gesagt, eine Frage an die Zuschauer. Guckt ihr Animes oder sonstiges? Wenn ja, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Animes schaut. Vielleicht habe ich sie ja schon geguckt, die ihr geschaut habt. Oder könnt ihr mal erzählen, ob sich das lohnt, das, was ihr geguckt. Wenn ich es noch nicht gesehen habe, ob ich es mir auch mal angucken soll oder so. Einfach ab in die Chatbox damit. Dann haben wir wieder ein bisschen Smalltalk, wo wir ein bisschen rüber quatschen können. Dann wird es auch nicht so stumm hier. Einfach immer her damit. Anime Beste, ich schwör. Beste. Könnte ich mir jeden Tag angucken, ehrlich. Sword Art Online und so was. Boah, Beste. Beide Staffeln, ey. Boah. Dann habe ich noch No Game, No Life geguckt. Alter, auch richtig gut. Also da muss man wirklich... Wenn man den Anime guckt, ey, da muss man wirklich grübeln. Da muss man selbst mitgrübeln an dem Anime. Der ist richtig schwer zu verstehen, finde ich. In manchen Situationen ist der ehrlich schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr No Game, No Life kennt, aber bestimmt. Denke ich mal. Ah, Juvia, ey. Juvia, die ist so voll an Anhängsel, ey. Die ist so voll die Klette, ey. Voll die Klette, mein Grey, ey. Aber die ist, ja, die ist cool. Die kann auch richtig ordentlich austeilen, wenn die mal in, wenn die mal in Fahrt ist, ehrlich. Aber wo ich jetzt wirklich letztens richtig gefeiert habe, war, wo Wendy ins Dragon Frost gegangen ist. Da muss ich sagen, ey, dachte mir so, guck, jetzt hat die endlich mal ihre wahre Stärke erreicht. Jetzt kann die endlich mal zeigen, was die drauf hat. Und dann legt die da einfach los und zermetzelt den mal eben so aufs Übelste. Ich dachte mir so, geil, geil, endlich. Ja, jetzt muss ja nur noch Gadget sein Dragon Force kriegen, ne? Ist ja eher der Nächste jetzt sozusagen. Boah, ich schwöre, ich sterbe. Ich will nicht sterben. Nein! Fuck, jetzt habe ich 3 Stück am Arsch. Aber Juvia kämpft auch. Gegen wen kämpft Juvia denn? Nein, nicht sagen, gegen wen die kämpft. Nein, 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 will ich gar nicht wissen. Nein, 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 nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen. Sonst, will ich das wieder wissen. Das wollen wir ja nicht. Ah, yo, die Dingens, die ist ja
Links am aktivieren, ne? Die will ja Master End jetzt gerade rufen. Uiuiuiuiui. Da bin ich auch gespannt. Nun gut, nun gut. Ach, ich habe gar keinen Booster an. Ich level die ganze Zeit ohne Booster. LOL. 3% mit Booster. Ja, besser als gar nichts, ne? Würde ich mal so behaupten. Jo, ich denke mal auch, weil die konnte jetzt nur der Dragon Force einsetzen, weil da ja so seltene Luft war, ne? Da war ja so seltene Luft in den Raum, den die beherrschen konnte. Aber mal sehen, was die Macher sich da noch ausgedacht haben. Das wird bestimmt. Die haben sich ja bestimmt was Ordentliches ausgedacht. Jetzt mal eben nochmal hier das Boltmon erledigen hier, den Drecksack. Der geht doch echt auf die Nüsse. Ja, das auch. Gut, Char kann also die Char-Dudu, wie die ja auf Japanisch nennen oder so. Die ist ja auch immer jetzt aber, also die ist ja eigentlich auch immer an Wendys Seite. Da kann ja auch immer wieder was passieren. Also die kann ja immer wieder in Gefahr kommen. Ist ja genauso wie mit Happy. Oder generell, Natsu rastet ja bei jedem aus, wenn irgendwas passiert. Also der rastet ja auch aus, wenn man eine Fliege tötet oder sowas, ey, die dem am Herzen gelegen hat. Ja, also die heißt auf Deutsch so Charla, Charla. Kann man auch eher so Charlie sagen, ey. Charla. Oh, Kuro schon 53 hier. Der ist schneller als wir im Burst. So, wir haben jetzt auch wieder 50% im Chicken-Kombo reinballern. Das geht auf jeden Fall recht fix. Was meint? Hila. Ach so, ja, Dedos. Den, ja. Hackerangriff. Alle unsere Daten wurden geklaut, ja? Nein, Spaß. Und wir haben nicht mal eine Entschädigung dafür gekriegt. Oh. Aber jetzt ist ja neuer Dingens da, neuer Server Dingens. Ich weiß, dass du kein BM hast. Ich meine, es ist ja nur so in dem Sinne. Weißt du? Weißt ja deine Jogris. Das weiß ich doch, mein Schnucki. Sauber, immer her damit. Immer her damit. Wie spät haben wir eigentlich? Oh, krass schon, gleich 20 Uhr, Leute. Heftig. 2 Stunden hier gleich hier am Stream, ey. Nice. Zeit vergeht wie im Flug. Nein. Oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen, bei welchem Publisher wir vorher waren. Ach, Joymix. Nee, bei Joymix sind wir ja immer noch. Joymix sind wir immer noch, wir haben nur einen anderen Publisher. Oder? Bei Joymix sind wir immer noch, nur wir haben einen anderen Publisher. So war das doch, oder? Wir sind jetzt bei Move Games. Vorher waren wir bei... Keine Ahnung, ey. Ich hab das schon wieder vergessen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Devolper, meine ich ja. Mein Gott. Da habe ich mich ja auch im Dingens vertan letztens im meinem Videotitel. Und auch ein Ding ins. Mein Gott, da verwechsel ich immer Devolper, Publisher. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Seid mir nicht böse. Boah, es ist echt scheiße warm. Ist das bei euch auch noch so schwül warm, so eklig? Ey, das ist echt.
Gar nicht mehr normal. Es ist zwar total bewölkt draußen, aber es ist einfach so scheiße schwül draußen. Da kratze ich weg, ey. So, 50. Hui, 50. Jawohl, Lukas. Sauber. Sauber, da bist du ja. Stream läuft mega gerade. Mega, mega. Ich vergesse die ganze Zeit einzusammeln, ey. Das ist nicht mehr feierlich hier. Das ist nicht feierlich. Lisch, lisch. Aber schon ein bisschen. Innen. Obwohl ich gerade geschlafen habe. Mein Gott, ey. Aber wie gesagt, Stream ist Open End, meine lieben Friends. Friends. Jetzt kann ich mal eben kurz. ich join gleich. So, dann join ich jetzt mal auf den Gilden-TS, mein Lieben. Ich muss gar nicht wissen. Bin schon auf dem. HBXX Trandax suchte ich. Ach, der Trandax. Erstmal alles einsammeln. Oh. Ja. Alles klar. La la la. Weiter geht's. Oh, Deckenventilator ist Porno bestimmt. Ich habe hier auch so einen, ja, so einen normalen Standventil, aber der bringt das gar nicht mehr. Okay. Genau. Genau, lösch den. Oh, ich sterbe fast. Chicken Combo. So, gleich schon wieder 50%. Nice. So muss das. Boah, nice, wie viel Damage wir einfach rauskloppen. Unnormal, ey. Die bewegendste Folge in Fairy Tail, ganz klar war die berührendste Folge für mich, wo weißt du, wo Agnolica kam auf der Insel mit Seraph und der die vernichten sollte, ja, mit dieser mit ja, wie hieß noch mal die Magiemaschine da, die dann auf die Insel drauf geballert wurde? Weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und da Makarov sich halt eingesetzt hat, so dass die abhauen sollen und der fast sein Leben gegeben hätte. Aber dann alle zurückgekommen sind und denen dann halt geholfen haben und so was. Das war für mich die geilste Szene in ganz Fairy Tail. Also ehrlich, das war berührendste Folge ever. Da hat man mal gesehen, so Team-Zusammenhalt und so was bringt das ehrlich. Also das war einer der geilsten Szenen für mich, die auf Platz 1 stehen. Muss ich schon sagen. Jetzt kannst du ja deine, und was war deine so? Deine berührendste Folge, nicht Folge, berührendster Moment, wenn man es sagen kann. Boltmon ist nicht stark. Also so stark ist er nicht. Hier noch einsammeln. Dann hau ich gleich der Boltmon nochmal weg.
Wechsvieh.